Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, das Desaster um das Heizungsgesetz macht das ganze Unvermögen dieser Bundesregierung sichtbar. Sie haben Ihren Laden wirklich nicht im Griff. Erst gibt jemand einfach mal hinter dem Rücken von Minister Habeck die Pläne für sein Gesetzesvorhaben an die Presse raus, und seitdem streiten sie sich hier auf offener Bühne. Und das bei einem Vorhaben, das einschneidende Konsequenzen haben wird für das Leben von praktisch jedem Menschen in unserem Land. Ja, wir brauchen die Wärmewende, aber nicht auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger, nicht auf dem Rücken der klammen Kommunen, die jetzt schon nicht mehr ein noch auswissen. Und vor allem brauchen wir realistische Ziele, Ziele, die sozial verantwortbar sind, und kein grünes Wünsch-dir-was aus der Wohlfühlblase. Sie sollten dieses vermurkste Gesetz komplett zurückziehen und erst mal Ihre Hausaufgaben machen. So sieht es aus. Wie kann es sein, dass diese Bundesregierung schon wieder einfach ein einschneidendes Gesetzesvorhaben raushaut und sich erst im Nachgang und erst nach massivem Widerstand der Bevölkerung überhaupt mal Gedanken darüber macht, welche Folgen diese Pläne für unser Land haben? Wie kann das sein? Ich meine, Bauministerin Geiwitz und ihre Partei, der SPD, der fällt allen Ernstes erst jetzt auf, dass die Mehrkosten für die teureren Wärmepumpen und die notwendigen Umbauten der Mehrfamilienhäuser, dass das auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden wird, dass dadurch die Mieten massiv steigen. Ja, guten Morgen, das hätte Ihnen doch gleich auffallen müssen, das hätten Sie doch gleich verhindern sollen. Zum Beispiel, indem man endlich die Modernisierungsumlage abschafft. Nein, stattdessen lavieren Sie auch hier nur wieder herum. Es ist einfach beschämend. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht von 8 Milliarden Euro Zusatzkosten für die Kommunen. Wer soll das bezahlen? Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Wärmewende nicht auf Kosten der Schulgebäude, der öffentlichen Bibliotheken oder Schwimmbäder wieder geht? Sie müssen die Kommunen mitnehmen und nicht in den Ruin treiben, Kolleginnen und Kollegen. Und wie stellen Sie sicher, dass Menschen nicht ihre Häuser verlieren, weil sie sich die Mehrkosten nicht leisten können? Ihre halbgaren Förderpläne reichen da bei weitem nicht aus. Selbst wenn man alle bislang in Rede stehenden Förderungen und Klimaboni gegenrechnet, bleibt eine Familie mit einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen auf Mehrkosten von 5.000 bis 20.000 Euro sitzen für den Einbau einer Wärmepumpe im Vergleich zur Gasheizung. Und die eventuell erheblichen Umbaukosten der Häuser sind noch nicht mal eingerechnet. Und ja, da rufen die Grünen schon dazwischen, Moment mal, da wollen wir doch nachbessern. Bei den Familien mit einem Jahreseinkommen von bis zu 20.000 Euro sollen wir doch 80% der Einbaukosten übernehmen. Ist das Ihr Ernst? Ich meine, die wenigen, die bei einem solchen Einkommen überhaupt ein Eigenheim haben, denen reichen die 80% doch nicht aus. Wie sollen die Menschen denn die Umbaukosten bezahlen? Das ist einfach unverantwortlich, was Sie hier vorschlagen. Und die ersten negativen Folgen Ihrer Pläne, die kann man jetzt schon bestaunen. Die Preise für Wärmepumpen, die gehen in die Höhe, weil nicht genug Wärmepumpen da sind, um so ein Vorhaben überhaupt umsetzen zu können in der von Ihnen vorgesehenen Frist. Ganz zu schweigen von den fehlenden Handwerkern. Wo ist da eigentlich Ihre Initiative für mehr Fachkräfte, die jetzt ausgebildet werden müssen? Das ist doch dringend nötig. Außerdem werden zurzeit so viele Gasheizungen eingebaut wie wohl noch nie, weil die, die sich leisten können, noch schnell ein neues Gerät anschaffen, weil sie in den nächsten Jahren nicht mit unkalkulierbaren Mehrkosten belastet werden wollen. Fakt ist, Sie beschleunigen nicht die Wärmewende, Sie beschleunigen Politikverdrossenheit. Und das ist hochgefährlich für unsere Demokratie. Mit diesem Murks spielen Sie den rechten Klimaleugnern direkt in die Hände. Und damit meine ich übrigens Sie alle miteinander, auch die FDP, die sich plötzlich als Retterin des kleinen Mannes inszeniert, nur um sich öffentlich gegen ihren Koalitionspartner besser inszenieren zu können. Wie unseriös geht es eigentlich? Und ja, dann ist da noch die SPD, deren Kanzler einfach alles laufen lässt, zwischendurch mal lapidar behauptet, man habe einfach alles im Griff. You never walk alone, das glaubt Ihnen wirklich keiner mehr. Ja. Und dann sind da noch die Grünen, die in blinder Mission jede Kritik an Habecks Plänen als Majestätsbeleidigung hinstellen und moralisch aufgeladene Abwehrdebatten führen. Wer sie kritisiert, ist angeblich nicht fortschrittlich, dem ist die Zukunft des Planeten, das Leben unserer Kinder egal und, und. Fast 80% der Menschen in Deutschland lehnen ihr Gesetzesvorhaben ab. Diese Menschen sind doch nicht alle rückwärtsgewandt oder Klimaleugner. Und die sind auch nicht alle irgendeiner Kampagne aufgesessen. Machen Sie mal die Augen auf, nehmen Sie die Sorgen ernst und machen Sie Ihre Arbeit. Ziehen Sie das Gesetz zurück und legen Sie uns hier einen abgestimmten, realistischen und sozial ausgewogenen Plan vor. Und jetzt noch ein letztes Wort zur Union, die ja heute diese Aktuelle Stunde einberufen hat.
Nicht für Unmut, Kolleginnen und Kollegen, die Wärmewende und der soziale Ausgleich hat Sie in all den vielen Jahren, in denen Sie regiert haben, überhaupt nicht interessiert. Und ich meine, Sie haben dieses Thema jetzt nicht entdeckt, weil Sie Ihre Meinung geändert haben, sondern weil Sie merken, dass Sie sich damit schön profilieren können. Das ist leider die Wahrheit. Dankeschön.